interessiert vielleicht auch ihn. Dieser Wüstenbussard hier ist noch namenlos. Im Gegensatz zu dem, den wir gleich kennenlernen. Der heißt Hillary, hat nichts mit der Präsidentschaftskandidatin zu tun, sondern steht am Anfang seiner Karriere, hat jede Menge Jagdinstinkt im Leib. Mitten in München in einer Einkaufspassage. Das ist Hillary. Und das ist die Hofstadt. Eine schmucke Einkaufspassage mitten in München, wo es Schuhe für schlappe 400 Euro gibt, teure Designertaschen und das. Sehr schlimm. Wir hatten schon erste Passantenbeschwerden, weil sich die Tauben immer in die Lampen gesetzt haben. Und ja, eine Taube gibt halt auch mal was von sich. Und wir dann auch vermeiden wollten, dass unsere Passanten durch solche Kleckse gestört werden. An heißen Sommertagen ist der kühle Innenhof ein Traum, eine ruhige Oase in der Großstadt, wenn da nicht dieses Problem wäre. Alles haben sie gegen die Tauben versucht. Elektrodrähte an den sündteuren Deckenlampen, feinmaschige Netze über allen Innenhöfen, hunderttausende Euro ausgegeben, geholfen hat es nichts. Aber jetzt kommt Hillary, ein Wüstenbussard, der Schrecken aller Tauben. Normalerweise jagt sie in den unendlichen Weiten Lateinamerikas, jetzt in den engen Schaufensterschluchten, mehrmals die Woche, immer für ein paar Stunden. Was wir hier wollen, ist ja hauptsächlich natürlichen Feinddruck aufbauen, dass die Tauben lernen, hier ist einer, der tut mir nicht gut, ja, und wir bejagen immer bis zur Passagengrenze und draußen lernen die Tauben, ist es sicher für sie. Und das haben sie schnell gelernt. Nach nur 6 Wochen sitzen sie draußen, weil Hillary drinnen ist und nebenbei für so manche Überraschung beim Einkaufsbummel sorgt. Ich habe das nicht erwartet, dass mich hier ein Vogel anfliegt. Aber toll, schönes Tier. Unfassbar, dass so ein Vogel so zahm ist. Und vor allem hier auf so kurze Distanzen fliegt und landet. Die Tauben sind weg. Hillary muss nur noch ab und zu kommen. Ein Problem gibt es trotzdem. Auch sie muss mal. Aber darum kümmert sich Günther.